Entspannt feiern am See, exklusiv in einem Rooftop-Club oder mit hunderten Gästen in einer Großraumdisco. Wir begleiten drei Geburtstagsfeierwütige an ihrem großen Tag. Happy Birthday, das heißt, es wird stressig. Das bringt nichts, die Securities kommen nicht hinterher, ich sitze da und mach nichts. Gleich geht einiges schief. Das heißt, wir haben halt keinen Strom und keine Musik. Alles geben für die Party des Jahres. Happy Birthday. Ist noch keiner hier. Noch ein Einhorn. Ja, ich liebe. Wir sind bei Vivian und ihrer Hippie-Party am See, bei Rinas Rooftop-Party mit Coachella-Motto und bei Justins Mega-Party in der Disco. Das ist der Birthday Bash. So feiert Deutschland Geburtstag. In Frankfurt am Main treffen wir Rina. Sie feiert heute ihren 31. Geburtstag in einem angesagten Dachterrassenclub. Sie hat 750 Euro Budget für 30 Gäste. Um die Party noch exklusiver zu machen, gibt es ein Motto: Coachella. Nach dem berühmten Musik- und Kunstfestival in Kalifornien. Das heißt, es gibt heute einen besonderen Dresscode, wie man ihn vom Festival kennt. Und dieses Motto liegt Rina sehr am Herzen. Ich wollte schon immer mal auf die Coachella nach Amerika. Ist ja in Kalifornien, einmal im Jahr. Und ich mag dieses Styling. Blumen auf dem Kopf. Und jeder ist quasi in so einer Fantasy. Aua, das hat gerade ein bisschen. Sorry. In einer Fantasy-Welt. Ob sich Rina mit diesem äußerst unpraktischen Outfit einen Gefallen tut, wir werden sehen. Chrissy, ich weiß es nicht. Diese Glitzersteine nerven so dermaßen. Die gebürtige Pfälzerin ist Fitnesscoach, Choreografin und Tänzerin. Sie hat bereits Workshops in Hollywood gegeben und ist eine gefragte Bühnenperformerin. Das Geburtstagskind und ihre engsten Freunde, die aus ganz Deutschland nach Frankfurt gereist sind, beziehen erstmal ihr Hotel. Rina teilt sich mit Freundin Christina ein Zimmer und die Damen kümmern sich sofort um ihr Coachella-Styling für die Nacht. Coachella ist typisch Feder, Blumen, Glitzer, Glamour, Pulver. Accessoires, Glitzer und viel Schnickschnack. Die Outfits sind echte Hingucker. Für Rinas Gäste ist der spezielle Dresscode allerdings gewöhnungsbedürftig. Alle Mädels wissen ja heute Abend Coachella. Und die ganzen Tage, oh nein, was ziehe ich an? Und oh, total freizügig. Und ich meine, bei uns Tänzern ist das ja so, we don't care. Also wir ziehen das an, was uns gefällt. Und die anderen Mädels, die haben da so ein bisschen Bedenken. Die haben halt Probleme, sich so freizügig zu präsentieren, sag ich mal. Bevor sich Rina und Freundin Chrissy gleich für die große Party stylen. Boah, diese Kopfbedehnung, die juckt jetzt schon auf dem Kopf. Oh! Geht es in Bergisch Gladbach bei Köln weiter? Auch hier soll heute noch kräftig gerockt werden. Vivian will ihren 30. Geburtstag mit einer verrückten Hippie-Party am See feiern. Sie hat allerdings nur 300 Euro Budget für 10 Gäste und eine Strandparty. Im Naturschutzgebiet. Alles, was es dazu braucht, ist Folgendes. Ich würde sagen, das Wichtigste für eine gute Party ist gute Stimmung. Nette Leute und für mich heute auch die Cocktails, weil ich liebe Cocktails. Und wenn die Cocktails gut sind und alle haben gute Laune, dann ist der Rest egal. Vivian wird 30 und freut sich, denn Geburtstage sind toll. Mein Geburtstag ist für mich eigentlich schon was Besonderes auf jeden Fall, weil mich erinnert das immer an Familie, an Zusammensein. Schon als Kind haben sich da meine Eltern immer viel Mühe gegeben, deswegen habe ich mich schon immer auf den Tag gefreut. Die Casting-Assistentin ist mit ihren Eltern auf Ibiza aufgewachsen und macht dort mittlerweile gerne Urlaub. Deshalb ist doch etwas Wehmut dabei, wenn es um ihren Geburtstag geht. Also ich versuche immer so ein bisschen meine Heimat quasi mit einzubringen, auch in die Party heute von der Deko her, alles halt so ein bisschen strandmäßig. Deswegen wollte ich auch gerne am See feiern, weil ich halt immer so versuche, mir ein bisschen Heimat hier hinzuholen, damit ich nicht so viel Heimweh habe hier. Wegen besserer Ausbildungsmöglichkeiten ist Vivian mit 18 nach Köln gezogen. Die gelernte Einzelhandelskauffrau versucht, ihren 30. Geburtstag locker zu nehmen. Also 30 werden ist ein bisschen komisch, sag ich mal, weil es einfach gesellschaftlich so eine Zahl ist, wo es dann heißt, ne, Leben ist dann schon halb vorbei, nochmal die Hälfte drauf bis zu 60. Aber im Prinzip ist es eigentlich einfach nur eine Zahl.
10 hungrige Gäste werden auf die Party kommen. Ich muss jetzt eben die Zwiebeln anschwitzen, dann muss ich kurz noch die Vinaigrette fertig machen, damit ich hier den Kartoffelsalat dann fertig habe. Freundin Hannah könnte doch eigentlich mithelfen, oder? Ja, ich glaube, ich würde ihr nur in den Füßen stehen. Also keine Hilfe. Genau, also ich nehme immer ungerne Hilfe an in der Küche, weil ich meine Gäste quasi als Gäste so gerne bewirte. Es soll mehrere Salate, Kuchenfleisch und jede Menge Cocktails am See geben. Vivian will es krachen lassen. Das ist jetzt so das erste Mal, dass ich wirklich so einen Aufriss mache mit Generator und Open Air. Ein Open Air am See, das klingt nach Vorbereitungsstress. Eine knappe Woche ungefähr. Also angefangen, wir mussten ja halt sowas wie Generator und Tapeziertisch organisieren. Für laute Mucke am See hat Vivian sich einen Stromgenerator für die Musikanlage geliehen. Der Generator haben wir jetzt zum Glück auch relativ günstig bekommen zum Mieten. Tapeziertisch haben wir einen über eBay Kleinanzeigen bekommen, sogar nur für 10 Euro. Vivians Budget für ihre Party am See liegt bei 300 Euro. Muss reichen für eine Feier. Tanzen unter freiem Himmel. Ja, dann werden wir heute Abend mal so ein bisschen die Sau rauslassen. Während es in Bergisch Gladbach hippiemäßig und idyllisch wird, setzt Rina in Frankfurt auf einen extravaganten Coachella-Dresscode für ihre Dachterrassen-Club-Party. Die Feier steigt in einer Stunde. Anderthalb Stunden sind die Ladies bereits am Stylen und noch längst nicht fertig. Oh, und ich fühle mich auch wie ein Einhorn. Ich hasse Einhörner. Leute denken immer, oh, Rina steht auf rosa und bling bling und Glitzer. Ich find's schön, aber ich muss es nicht an mir haben. Selbst schuld, Rina, du hast das Motto ausgesucht. Die Choreografin wird schon beim Ankleben ungeduldig. Strass macht Stress. Ich glaube, sobald ich anfange zu tanzen und zu schwitzen, mache ich alles ab. Das hat wehgetan. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass es ungefähr gleich aussieht. Wie sieht das aus? Fertig? Noch nicht gleich. Okay. Dann der große Moment. Rina will die Schönste sein. Jetzt kommt ihr der Blick in den Spiegel. Handy. Oh. Gut, oder? Chrissy, ich weiß es nicht. Auweia, Rina ist Perfektionistin. Ich erkenne mich nicht wieder im Spiegel an. Das ist nur Handy, das sieht anders aus. Was Rina jetzt braucht, die zündende Idee. Dann, warte, mehr Glitzer. Ich mach noch mehr Glitzer drauf. Genau, viel Glitzer hilft viel, aber wie war das gerade eben noch? Leute denken immer, oh, Rina steht auf rosa und bling bling und Glitzer. Ich find's schön, aber ich muss es nicht an mir haben. Habt ihr denn Zeit, jetzt so viel darüber zu diskutieren? Eigentlich nicht, ich bin auch noch gar nicht fertig. Na dann, zurück nach Bergisch Gladbach bei Köln. Vivi ist mit den Essensvorbereitungen fertig. Jetzt noch umziehen. Ich habe hier mein Oberteil und meinen Rock. Das sind so meine diesjährigen Errungenschaften vom Hippie-Markt aus Ibiza. Bauchfrei im Hippie-Look. Hoffentlich passt das Wetter am See. Ja, für mich ist das halt auch wieder einfach so ein Stück Heimat. Ne? Da steht Ibiza drauf, ist aus Ibiza. 2,5 Stunden hat Rina in Frankfurt für ihr Styling gebraucht. Vivian hingegen ist ruckzuck in Partystimmung. Doch dann kommt ein Anruf vom See. Ja, warum waren die denn da? Hat die irgendwer gerufen? Freunde, die bereits am See sind, hatten Besuch vom Ordnungsamt. Oh, die sind so nervig. Was ist los? Das Ordnungsamt war gerade da, wegen dem Generator. Wir dürfen da feiern und grillen und alles gut, aber wir dürfen den Generator nicht benutzen. Das heißt, wir haben halt keinen Strom und keine Musik. Ja, die werden bestimmt nochmal vorbeikommen und gucken, dass wir den nicht anhaben. Aber wir dürfen halt da grillen und alles. Wir dürfen halt nur den Generator nicht anmachen, sonst dürfen wir alles. Ja, das ist halt deutsche Logik, ne? Ja, das muss man nicht verstehen. Das ist halt typisch Deutschland. Auch Ibiza wäre schön, ne? Vivian feiert im Naturschutzgebiet, gibt Stress mit dem Ordnungsamt. Und der angehende Veranstaltungskaufmann Justin plant eine Riesenparty. Schließlich wird er 21. Hallo Justin, alles unter Kontrolle? Nee. Birthday Bash morgen bei TAF.